Wir haben also eine Flüchtlingswelle von bis zu 800.000 Leuten in diesem Jahr. Ursprünglich hieß es 200.000, dann hieß es 450.000, jetzt heißt es 800.000. Wir reden hier also tatsächlich von einer Art Völkerwanderung und das Ganze ist natürlich nicht mehr wegzuleugnen, das ist nicht mehr unter den Teppich zu kehren. Und wir sehen auch schon die Reaktionen darauf, die brennenden Flüchtlingsheime mehren sich und so weiter und so fort. Also es braut sich da ein relativ großer Sturm zusammen. Mainstream versucht, den Sturm hier unter Kontrolle zu halten, argumentiert emotional und bringt halt eben sehr, sehr viele Berichte über die bösen, bösen ganz rechts außen, die dann halt eben Flüchtlingsheime niederbrennen. Die politische Linke begrüßt den Flüchtlingsstrom, weil sie Deutschland destabilisieren möchte. Es spielt ihr einfach in die Hände, dass verarmte Balkanbürger hierher kommen, weil diese Balkan-Leute oder generell, weil Flüchtlinge nach einer Einbürgerung links wählen werden und ihre nachkommende Generation auch links wählen wird. Je mehr Geld verblasen wird und je instabiler alles wird, umso mehr Sozialismus wird gefordert als Lösung, bis Deutschland ein komplettes sozialistisches Land ist. So die Wünsche der Linken. Also wir waren jetzt bei der Rechten, aber natürlich dann auch die Linke ist eine Bedrohung für Deutschland. Jetzt haben wir Folgendes gesehen. Die Linke positioniert sich jetzt ganz klar gegen Euro und EU, positioniert sich aber gleichzeitig für eine Ostbindung Deutschlands. Und da wird es natürlich dann sehr, sehr haarig. So haben sicherlich die Meldungen gehört, überall im Radio, überall in den überall in den Zeitungen, Wagenknecht stellt Euro in Frage. Also sie, die natürlich dann bequem und gut lebt, sie ist ja wohlhabend und so, ja. Sie stellt jetzt den Euro in Frage und will ja so ein bisschen auf Varoufakis machen und auf Syriza machen. Und die Linke erhofft sich natürlich dann sowas hinzukriegen in Deutschland wie in Griechenland. Also dass dann so ein Bündnis aus linken Zersetzern da an die Macht kommt und dann quasi ein Regime durch ein neues ersetzt, beziehungsweise eine Murkswirtschaft, eine Murkswährung durch einen neuen Murks ersetzt. Das ist diese Tante hier und es zeigt sich, sagt sie, dass der Euro nicht funktioniert, sondern immer größere wirtschaftliche Ungleichgewichte erzeugt und bla bla bla. Also die Linken brauchen Elend. Sie schaffen es überall, wo sie können, also helfen im Elend und machen dann ausschließlich den Kapitalismus als westliches System verantwortlich. Die Linken wollen jetzt Europa zersetzen, überall Griechenland-Situationen schaffen. Und ein bisschen reingeguckt hier, also die Linke in Deutschland verteidigte den Besuch von Tsipras in Russland. Ich meine, in Russland gibt es ein extremes Ungleichgewicht an Einkommen. Also du hast da die Milliardäre. Und so die obere Mittelschicht und der Rest, die Leute verdienen ja alle nichts und es ist völlig unterdrückerisch und es ist quasi ein Raubtierkapitalismus. Aber damit hat die Linke anscheinend kein großes Problem. Also zumindest ist das so nicht erkennbar. Die Linke verteidigt den Besuch von Tsipras in Russland und das ist schon ein bisschen ein Weilchen her. Das war bevor dann Tsipras der große Mann wurde und sich von Russland Hilfe erhoffte, um aus dem Euro rauszubrechen. Wurde dann von Russland hängen gelassen. Die ganzen Lemminge erklärten dann, nein, nein, das war richtig, das war ganz gut, was die Russen da gemacht haben, dass sie das alles hat wieder so hin erklärt. Die Fraktionschefin der Linken im Europaparlament, Gabi Zimmer, verteidigte die Reise des griechischen Premiers Alexis Tsipras nach Moskau. Es geht nicht darum, die EU und Russland gegeneinander auszuspielen, sagte die Politikerin. Athen strebe insbesondere an, dass Russland seinen Einfuhrstopp für westliche Agrarprodukte lockere. Das sind normale Verhandlungen. Nee, nee. Aber trotzdem, die Linke verteidigt Russland, obwohl Russland ja völliger Albtraum ist, völlig nach rechts gegangen ist. Und vor allem, es gibt dieses Ungleichgewicht mit den Einkommen, der Reichtumsverteilung. Absolutes Desaster. Komischerweise, die Linke hält zu Russland. Also die deutsche Linke.
Dann haben wir hier eine Story aus der jungen Welt, aus der linken Presse. Hier heißt es, Linke kritisiert Konfrontationspolitik gegen Russland. Das ist aus dem Juni 2015. Stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, Wolfgang Gierke, kritisierte am Donnerstag das NATO-Manöver in Polen als Teil einer koordinierten Konfrontationspolitik gegen Russland. Um Gottes Willen, da! Ah! Also das klingt hier genauso wie ein Artikel in der Kompakt. Oder praktisch 95% aller sogenannten alternativen Medien. Also da sind sich die krassen Linken und diese ganze alternative Mob sind sich da vollkommen einig. Russland ist ein ultrarechtes Regime geworden. Trotzdem verteidigen die Linken immer noch Russland, so wie früher. Hier heißt es noch in aktuellen Meldungen. Linke spricht EU-Institutionen die Legitimation ab. Erst stellte Sarah Wagenknecht den Euro in Frage. Nun geht Linke-Chef Bernd Rieksinger das Thema EU grundsätzlich an. Er prangert die Machtfülle der demokratisch nicht legitimierten Institutionen an. Aber halten zu Russland. Da habe ich reingeguckt in das aktuelle Programm der Partei Die Linke. Das heißt, wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands. Unabhängig von einer Entscheidung über den Verbleib Deutschlands in der NATO wird die Linke in jeder politischen Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen des Militärbündnisses austritt und die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO entzogen wird. Hier ist noch, habe ich noch das hier für Sie auf der Webseite von Die Linke von 2008. Nichteinkreisung und Sanktionen gegen Russland sind die Lösung. Es geht um bevorstehenden EU-Sondergipfel zur Georgien-Krise. Also was wirklich passiert ist, ist Russland hat jahrelang einen Kampf vorbereitet gegen Georgien, Abkhazien, Südossetien und so weiter. Haben sogar Schienen gebaut, haben dann losgelegt und haben dann Georgien alles in die Schuhe geschoben und die ganzen Linken haben das alles geglaubt. Auch die Konservativen haben das irgendwie, die Alternativen haben das geglaubt, Alex Jones hat das alles geglaubt. Glaubt das bis heute, niemand hat sich da korrigiert. Und hier auch die Linke. Nicht-Einkreisung und Sanktionen sind die Lösung. Oh, bloß keine Sanktionen gegen Russland. Russland, das rechte Regime, warum verteidigen die Linken in Deutschland das russische rechte Regime? Ha! Und dann Einkreisung. Ja, als könnte man so einfach das Russland, das größte Land der Welt, einkreisen. Vor allem mit so Winzlingen wie Georgien. Ja, um Ihnen das nochmal zu zeigen, hier auf der Karte. Dieses Riesending hier ist Russland. Und dann haben wir noch Kasachstan, diese ganzen Verbündeten. Und da ist das kleine, kleine Georgien. Also Georgien ist vielleicht so groß wie Bayern in etwa. Hier ist das kleine Georgien. Oh, wir umkreisen Russland. Um das zu umkreisen, da müsste man schon... Also die Einkreisungslüge, eine der Klassiker der russischen Propaganda. In den 90er Jahren galt, so die Linke... In Deutschland galt, dass Russland nicht der natürliche Gegner, sondern der natürliche Partner Westeuropas ist. An dieser Maxime muss die EU glaubwürdig festhalten. Das heißt, dass sie sich nicht zum Handlanger einer US-amerikanischen Vorwärtsstrategie machen darf, die auf die militärische Einkreisung Russlands abzielt. Klingt genauso wie ein Artikel in der Kompakt. Oder wie auf jedem Verschwörungsblog da draußen. Bestandteile dieser Strategie sind neben der NATO-Ostausdehnung auch die von der EU hingenommene Errichtung von US-Radar- und Raketenabwehrsystemen in Tschechien und Polen. Und die zusätzliche Aufstellung von US-Patriot-Raketen an der EU-Ostgrenze. Die Folgen dieser inakzeptablen Alleingänge tragen wir alle. Sie behindern ein partnerschaftliches Verhältnis zu Russland, ja, zu dem ultrarechten Russland, gefährden die strategische Stabilität in Europa und führen zu einem neuen Rüstungswettlauf. Klingt exakt so wie in der Kompakt oder wie in allen alternativen Blogs, aber das stammt von der Partei Die Linke. Und wo habe ich es? Hier.
Die Linke. Okay, hier ist, können Sie das alles nachlesen. Da sind sie sich alle einig. Also die Partnerschaft mit Russland, alles wird betont. Warum? Die Linke, um Gottes Willen. Dann habe ich hier noch was weiteres von der Partei Die Linke. Hier heißt es, die USA und NATO sind gegenwärtig dabei, Europa unter Einbindung mittel- und osteuropäischer Staaten zur Startrampe eines Präventivschlages, der auch atomare Optionen einschließt, gegen Russland zu machen. Also es ist 1:1 Russland-Propaganda, was Die Linke hier... Es ist 1:1 deckungsgleich mit Russland-Propaganda, was Die Linke hier bringt. Und es ist genau das, was die alternativen Medien bringen, auch die rechten alternativen Medien, und ist nicht zu unterscheiden. Dann kann ich Ihnen das hier auch noch zeigen, den Link. Das hieß es auch im Kalten Krieg immer, oh, die NATO will einen nuklearen Erstschlag. Und nein, die NATO-Staaten haben Russland alles verkauft seit 1918. Alles verkauft seit 1918, was das sowjetische Imperium brauchte. Raketentechnik, Fahrzeugtechnik, Schiffstechnik, Flugzeugtechnik, Stromtechnik, Industrie, Hochöfen, alles. Aber hier die Linke vom Juli diesen Jahres. Der Frieden in Europa ist aufs Äußerste gefährdet. Und hier heißt es von der Linke, dafür werden die fadenscheinigsten Begründungen und vor allem eine hysterische Russenfeindlichkeit geschürt. Russland ist ultrarechts. Und dieser Blödsinn hier klingt wie jeder Artikel in der Kompakt oder wie jeder Artikel in diesen strunzdummen alternativen Blogs. Unzweifelhaft ist, dass bei allen Konflikten zwischen den USA und Russland Europa bei Beibehaltung der bisherigen Politik der europäischen EU- und NATO-Staaten Gefahr läuft, zu einem verheerenden Kriegsschauplatz zu werden. Also, wenn hier dann alles zerstört ist in Deutschland, sind wir schuld, weil wir nicht rechtzeitig zu den Russen übergelaufen sind. Oh, das ist eine interessante Logik. Dieser Gefahr, sich zu widersetzen, ist Gebot der Stunde, die Lehren der Geschichte und der Vernunft, so die Partei Die Linke. Es ist somit für die Partei Die Linke höchste Zeit, den friedenspolitischen Positionen ihres Parteiprogramms gerecht zu werden und eindeutige Positionen zur bedrohlichen Lage auf unserem Kontinent und deren Ursachen zu beziehen. Und dann zitiert man hier noch Fidel Castro. Wow. Wow. Klingt genauso wie das Kompaktmagazin. Und dieser Elsässer, ich hatte ihn, falls Sie später zugeschaltet haben, ich habe vorgelesen aus Konkretartikeln, die Zeitung Konkret in den 90er Jahren von Elsässer, wo Elsässer hetzt gegen die Kritik an der Zuwanderung und hetzt gegen die Rechten in Europa und vor allem in Österreich und die Rechten in Ungarn. Das fand Elsässer ja furchtbar, das Schlimmste auf der ganzen Welt, weil diese Rechten halt einfach nicht auf Russlands Seite waren. Jetzt sind die Rechten auf Russlands Seite. In Österreich, in Ungarn und so weiter. Jetzt sind sie auf Russlands Seite und jetzt ist Elsässer happy. Hier haben wir dann den Tagesspiegel und, glaube ich, die Zeit. Gibt sogar eine Studie über Elsässer jetzt und so weiter. Nein, ich will das hier nur aufrufen. Also, der Tagesspiegel berichtet, ein Netzwerk für Putin und Pegida, Jürgen Elsässer und sein Kompaktmagazin. Die Grünen sagen, krude Politsekte. Ja, aber eigentlich die wichtige Position ist der deckungsgleich zwischen Elsässer, Kompakt und der Linken. Das ist eigentlich eine Querfront inzwischen jetzt, ja. Und in Ostdeutschland, ja, da gibt es ja mehr und mehr Querfrontbemühungen zwischen der Linken und der AfD. Also ja, ist jetzt nicht so hardcore der Artikel hier im Tagesspiegel. Und dann gab es das hier, eine Studie. Otto Brenner. Das muss ich jetzt hier runterladen, Sekunde. Ihnen hier gleich aufrufen. Und zwar finden Sie das, glaube ich, verlinkt hier in der Story. Ansonsten suchen Sie einfach in einer Suchmaschine. Querfront, Karriere eines politisch-publizistischen Netzwerks. Ein Projekt der Otto Brenner Stiftung Frankfurt am Main 2015. Und hier geht es halt eben um Elsie und diese ganzen Zusammenhänge. Es nennt halt die ganzen Namen und so. Das ist so ein Überblick, aber
jetzt beileibe nicht so hardcore wie das Zeug auf recenter.com. Ja. Yeah.